Jo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und gerade war das Live-Event. Heute soll es ein Info-Video geben mit allen neuen Infos. Also wir gehen jetzt auf die Fortnite-Map und schauen uns die Änderungen an. Und dann sage ich euch alle Infos oder alles zur neuen Season. Okay, wir landen hier direkt. Also ich sehe mal wieder eine riesen Pandora-Box, so wie es damals auch war. Aber der Timer ist weg. Und ja. Es waren jede Menge Explosionen. Ich kann euch mal ein paar richtig schöne Aufnahmen von anderen Leakern zeigen. Wann kommen die neuen Gratis-Items rein? Morgen um 5:30 beginnt das Event von Disney und man kann sich ein gratis Backbling freischalten. Und es soll neue Metallica-Items geben, also ein paar Ladebildschirme am 16. Also das sind eben diese zwei großen Events, wo man sich noch etwas spielen kann. Am 16. startet dann die neue Season. Ob es noch ein großes Live-Event gibt, aktuell gibt es dazu keine Infos. Dann kommen wir zu den Kooperationen, die noch auf uns zukommen. Wir haben jetzt neue Dragon Ball Items, X-Men soll einen neuen Skin bekommen und wir haben einen kompletten Marvel Battle Pass geleakt bekommen und das ist schon richtig, richtig krass. Aber ja, Skins, Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin auch schon richtig süchtig danach geworden. Ist nicht das Einzige. Und zwar bekommt jeder Marvel-Skin noch einen dazu passenden, dazu passendes Item. Unter anderem X-Men, Silver Surfer, Iron Man. Und ich freue mich schon darauf, mit euch eine Challenge zu machen. Denn alle von diesen Skins besitze ich. Ja. Und was komisch ist, dass wir einen Dr. Doom Skin geleakt bekommen haben. Also wie ihr vielleicht schon gehört habt, soll der Iron Man Schauspieler, der Schauspieler für den nächsten Dr. Doom Skin sein. Und wir haben jetzt Leaks für den Dr. Doom bekommen. Ich verstehe das nicht ganz, weil Dr. Doom an sich schon in Fortnite drinnen war. Und was noch weirder ist, dass ja die Season 4, die jetzt gerade ist, damals in Chapter 2 auch eine Marvel Season war. Also das ist, finde ich, noch ein bisschen weirder, warum sie da genau Season 4 wieder Marvel machen. Drei Chapters später. Das ist schon heftig. Ich meine, fällt uns noch irgendwas Großes auf? Eigentlich nicht. Wir waren bei den ganzen Kooperationen stehen geblieben. Und zwar haben wir schon das Starterpack für die nächste Season geleakt bekommen. Soll wieder mal, ich glaube, 3,99, 4,99 kosten. Diesmal mit einem Echsen-Skin. Wir hatten ja, glaube ich, in Chapter 4 schon mal einen Echsen-Skin. Und jetzt wieder. Und einige Skin-Konzepte von diesem einen spanischen Leaker, von dem ich euch schon ziemlich oft etwas eingeblendet habe. Wenn man meine Videos aktiv schaut, sieht man das vielleicht. Genau, so viel zu den Leaks. Dann, dadurch, dass wir einen Disney-Stream bekommen, haben wir auch ein Disney Map und sehr, sehr viele Disney Kooperationen bekommen, die danach reinkommen können. Also sie könnten als Skins erscheinen, sie könnten nur für eine spezielle Map. So wie wir jetzt den Lego-Modus haben, könnte es sein, dass es dann einen Disney-Modus gibt und alles wird in diesen Disney-Modus reingepackt. Das könnte alles sein.
Dann Ikonenskin haben wir zwei. Einmal den neuen Musikmodus soll es hier wieder einen geben. Das ist eben Carol G. Und einmal Rubius, das ist ein Fortnite-Influencer. Avatar sollen wir eine Kooperation bekommen. Avatar, neue Skins. Genau. Ja. Ja, und paar Rand Kooperationen bekommen wir auch noch. Zum Beispiel dieses Bild Cipher Backbling. Und die Schiffe sind weg. LOL. Also nicht das Einzige, was mit dem Live-Event passiert ist. Die Frage ist, was passiert hier? Es sieht so aus, irgendwie die Steine, wenn man nicht ganz genau hinschaut, sieht man, dass irgendwie die Steine unter diesem Boden sind und das alles so eine komische Oberfläche ist. Also ich denke, dass dieser ganze Bereich wahrscheinlich Teil des neuen Updates sein wird. Also dass hier dann alles voller Marvel sein wird, so wie dort hinten bei der Pandora-Box. Das glaube ich. Und Storyline-Infos. Es gibt noch eine letzte Info. Und zwar, was passiert mit den ganzen Story-Charakteren? Also Dr. Sloan, Peely, Dr. Jones. Es gibt noch einen einzigen Story-Charakter in den Files, den wir bisher nicht bekommen haben. Und da gibt es wirklich nur mal einen. Das heißt, es ist so ein gelber Skin mit so Hörnern. Ich weiß nicht, sieht für mich irgendwie nach Hörnern aus. Und der soll reinkommen. Es gibt ja einige Story-Charaktere, zum Beispiel die Würfelkönigin hatten wir auch damals. Wir haben ja jede Season einen Bonus-Skin. Und das würde irgendwie Sinn für mich machen, wenn das unser Bonus-Skin ist. Hier ist die andere Pandora-Büchse, die wir das Live-Event hatten. Und das ist eben das Komische, weil mit der ist zum Beispiel nichts mehr passiert. Also wir haben hier einfach einen Arm, aber es passiert nichts. Oh, das ist nicht normal. Okay, jetzt pushen. White. Irgendwer hatte die Minigun. Wer ist die, Leute? Bro, was geht da ab? Okay, nice, wir haben wieder hier, Leute. 75 hier, also das Medaillon, das gönnt andersartig. Wir dürfen jetzt nicht zu viel machen. Okay. Er hat auch die Minigun.
Oh nein, oder? Er hat uns doch gerade nicht wirklich weggeschubst. Fuck. Bad, messed up. Aber Leute, nice Runde. Wir haben irgendwie fast alles erlebt, was es zum Erleben gibt. Also würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Eure Künstler. Ciao.